Zurück sind wir wieder gegen die Hertha BSC. Und heute soll alles anders werden. Denn wir haben mit Kakamafaka, wie sie noch hießen? Kakamafaka hieß die Band. Ich hab nicht gesehen. Restless. Genau, da soll alles anders werden. Und wir wollen die Tabellenspitze wieder haben, ne? Das ist natürlich nicht hundertprozentig nur von uns abhängig, ne? Wenn wir 3 Punkte holen, müssen wir darauf hoffen, dass hier zum Beispiel Mainz keine 3 Punkte kriegt. Und wir spielen wieder gegen Blau. Blau bringt uns ja im Moment nicht so viel Glück. Hey, Blau kann. Zweimal hintereinander gegen Hoffenheim. Verloren. Aber die sind ja auch Übermenschen. Wie alle anderen Teams, die gegen uns spielen. Die sind keine Menschen. Edmund? So. Das geht wieder los. Ich wollte ihn unten dann spielen, nicht vorne, aber wir wissen ja, wie das hier ist. Wir können es nicht. Oder ich kann es nicht. Und das habe ich gleich von Anfang an gesehen. Ja, gegen die Hertha wird alles besser. Ach, der Schiedsrichter, ey. Wenn ich den nach dem Spiel sehe, den hau ich einen rein. Genau wie allen anderen Schiedsrichter. So. Die verhalten sich auch alle gleich irgendwie, die Schiedsrichter. Kann das sein? Das kann das auch schon, ja. Ah, kein Problem hier. Gar kein Problem. Hat unser Azubi ja besser gemacht. Okay. Sah auch gar nicht knapp aus. Nee, sah es ja auch nicht. Was hast du vor? Ich wollte dich umgerätschen, aber ich kann nicht gerätschen. Ja, auch nicht verkehrt von mir. Sag mir so, was für Optionen hast du? Nimm sie schlechte. Okay. Unten. Warum nicht unten auf Paco? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Nein, zu viel gegrillt. Franz Erhardo, das ist doch der Mann für die gefühlvollen Flanken oder für die warmen. Der Mann fürs Grobe. Wie er schon ausholt. Frühstoff! Spacko! So, Timo, der Hunter hier. Timo. Man zieht immer nach links, ne? Warum? Ist links. Rote, okay. Er ist links, Mann. Du kriegst nur die Linksfüße. Nein, er ist links. Er ist links. Egal was du machst, irgendwie. Wir laufen nur an den Ball ran. Man hat nicht so die Möglichkeit, den Gegner richtig anzugreifen. Ich habe keine Ahnung. Verteidigen kann ich nicht. Kannst du das? Ich kann es nicht. Schnüffel mal an deinem Mikro, Junge. Ich muss mal das Mikro schnüffeln. So, Chris Franch. Der soll es mal gefühlvoll für Darmburg geben. Ja, perfekt. Also ich würde sagen, Chris Franch, Vorbereiter. Ich glaube, da hat er auch noch nichts auf seiner Liste. Sehr schön. Einer von 100 Versuchen funktioniert dann tatsächlich mal, ne? Und Sofix, es tut mir leid, aber Damo, leg mal wieder einen drauf, ne? Deswegen haben wir dich auch draußen gelassen. Nein, natürlich nicht, aber das war natürlich super gemacht von Chris Franch. Ja, irgendwie, irgendwann funktioniert es halt mal, ne? Ja. Der Torwart war sich überhaupt nicht sicher, was er machen wollte. Und Damo tippt ihn mal rein, so zack. Er dachte, er spielt ihn flach unten, aber Dambo ist doch. Der Dambo ist doch abgebrüht. Er kann auch mal mit rechts schießen. Das hat er nicht gedacht. Er dachte, der hat sich gemerkt, so Dambo Linksfuß, aber falsch gedacht. Kein Problem. So, Alina braucht auch noch mal was auf ihrer Liste, ne? So, ich brauch noch Haarspray. Super von Uncharted V. Und Tampons. Nicht zu vergessen, Make-up! Bleibt an mir dran, ne? Du läufst in der Mitte, ich hoffe, du läufst! Jo. Schönes Ding! Manuelle Kontrolle, ich sag's dir, manuelle Kontrolle. Du bist nur gerade ausgelaufen, Mann. Mm-mm. Zeig dir gleich, wie ich glaube, ne? So, schön so. Dambo, auch El Captain. Dambo, das hast du echt voll toll gemacht. Ich liebe dich.
Das Pärchen rückt ab. Ja, schön lange gewartet, bis Elfhaffe dann wirklich frei stand auch. Boom! Zack, schön. Also ich habe nur gesehen, dass du gerade ausgelaufen bist. Schön positioniert. Ja, genau, war wunderschön. Hast du natürlich auch mit Absicht gemacht, weil er damit ja nicht gerechnet hat. Also wenn er eins macht, dann ja nicht zum Keeper-Spiel. Siehst du hier, super manuelle Kontrolle. Ich laufe um die Spiele herum. So, aber jetzt nicht eigenmütig werden. Muss man mit einem... Ja. Nein. Kobayashvili? Die dachten so, ey, die Dudes, die kann eigentlich jeder schlagen. Die sind aber nur aus Spaß auf dem ersten Platz gewesen. Aber jetzt hier sehen sie mal. Bam. Bam. Ich glaube, hier werden die Leute auch tippen, dass wir verlieren. Weil wir ja schon zweimal gegen Hoffenheim verloren haben. Aber so, Chris. Ne? Ah, da haben sie natürlich mit gerechnet jetzt, aber... Oh! Mann! Vorhand! Lauf da runter! Lauf! Ich habe versucht den... Ich habe gesehen, dass er den schon auf der Leiste hatte. Abbrechen geht ja nicht. Mal hinten? Nee, doch nicht das hinten. Ja, ich hab hinten gedrückt. Das war nicht drin. Ja, okay. Ja, nächstes Mal mache ich einfach irgendwas. Ah, verdammt. Oh. Wie unrealistisch. Tja. Da sind wir ein bisschen. Ja, es ist erstaunlich, wie die durch unsere Leute durchkommen. Wir haben keine Chance, bei denen mal irgendwie zu. Ja, wir haben es auch nicht drauf hier mit diesem. Einfach, wir haben es einfach nicht drauf. Oder wir müssen mehr üben. Wir müssten mal ins Trainingslager. Da hat er natürlich gleich weit gespielt. Boah. Der hätte auch gut gerne mal reingehen können, ne? Lass locker. Lass locker. Hat er mich ausgetrickst, so hat so getan, als würde er ihn annehmen oder einfach durchlaufen lassen. Habe ich ja vorhin auch gemacht. Aber nicht mit Absicht. Drückst du ihn, wenn du den vorlegst, auch noch in irgendeine bestimmte Richtung oder so, dass er vielleicht irgendwie. Ja, gerade. Ja, okay, mal habe ich auch probiert. Ja, alle laufen weg. Alle laufen weg. Aber es ist so ein Schuss. Wer ist er denn hier? Ramos. Wo kommt er denn hier? Jo, Paco. Hallo. Da. Schade. Gut gemacht. Freistoß noch vor der Pause, das 2:0. Fragezeichen. Ja. Fragezeichen. So, probier es nochmal. Uncharted, also mit dem. Ich weiß auch nicht, habe ich auch noch nicht so geschossen. 26 Meter. Ja, ein Tick zu doll. Gucken wir mal, der geht schon 5 Meter drüber. Hat sich noch ein bisschen abgesenkt, ne? Aber ein bisschen zu spät. Halbzeit. So, 2:0, das ist doch schon mal ein schönes Ergebnis. Schauen wir nochmal hier rein, das tun wir ja selten. Hier, die brauchen echt mal eine Pause, ne? So langsam, also der blaue Balken wird immer voller. Wir werden alle immer voller.
Ihr seid so voll. Unsere Abonnenten müssen auch voll sein, um uns zu ertragen. So, jetzt geht's ja aber richtig los. Schön Dambo. Okay. Okay. Gut, 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 wie das. Den kann er machen. Schade. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht mal richtig abziehst so aus der Entfernung, weil, na wohl, man, schwierig immer das abzuschätzen. Ja. Zu schätzen. Wann er den von weitem mal richtig raufbrettern kann oder. Hoch? Ich hab nicht mal gesehen, dass wir die Sequenz wahrscheinlich wegdrücken und dann. Oh, voll gerade abziehen, ey. Der hat nämlich einen Schuss, der. Die haben halt auch nicht alle so. Die Schusskraft. Oh, ach, schade. Der kam echt sehr. Komisch, ja. Das anders als erwartet. Oh, Lena! Die haben auch noch mal einen, ne? Ich brauche auch noch mal einen, Menno! Wie lass er mich schießen? Merkt ihr den Ball? Wie den Ball? Wenn ich ihn hab, dann geh ich alleine. So, das habt ihr davon. Ihr Schweine! Ihr habt Kenny getötet! Oh, ich bin aus Versehen. No. Da muss ich Bratpfanne erstmal auf die Pfanne, auf den Herd stellen. Schön, da, da. Aber ich, ein bisschen Kombination, dass wir hin und her spielen, also das sieht mal ein bisschen anders aus, ne? Ein bisschen, ja. Das ist nicht immer so das gleiche Spiel, ne? Ein bisschen andere Situationen erspielen. Erzwingen. Wir zwingen den Gegner unser Spiel auf. Nee, wäre der ja stärker. Wieso? Wäre ja schon so unendlich stark, ne? No! Oh, super. Ganz gut, dass sie nichts drauf haben, die Noobs. Da wollte er wieder aufspielen. Ja. Aber Paco. Super Vorlage von Pascal. Ich bring ihn nochmal scharf in die Mitte. Den könnt ihr eh nicht halten. Hier so. Lass locker. Ich wollte eigentlich hier auf Uncharted spielen. Oh. Das sah mir schon gefährlich nach dem Foul aus, aber da haben sie wohl scheinbar. Ich gehe rauf. Mann. Mal schön einen Ausschlag hier provozieren. Piu. Ja. Bam. Aber nicht genug. Bam genug. Der haben sie auch gehabt. Ja. Hansi, der lange. Der lange Hans. Der lange Hans. Oh. Ah. Spielt ihn lang. Also die haben manchmal ein bisschen aus ihren Fehlern gelernt, die Torwartes. Torwartes? Torwärter. Ein Wart, mehrere Wärter. Sagen wir einfach Torhüter, okay? Da finde ich die Form einfacher. Einleuchtenderer. Mit den langen Endungen habe ich es nicht so. Alter! Schade, ich hab gerade Dambo offen. Was denn? Ja, aber wir haben ihn doch!
war nichts los, ich habe nichts gesehen. Mach mal locker. Hey Junge, gib mal den Ball ab da. Nie gibt der Gegner mir den Ball. Schön mit der Hand mitgenommen. So, machen wir das sehen, Zutina. Kein Problem. So, in der Mitte stehen sie. Entschuldigung. Ich dachte, vielleicht schafft Dambo den Hattrick. War klar. Ja, ne? Wir haben jetzt ja auch gelernt, was ein Hattrick ist. Und wir gehen natürlich nach den englischen Regeln, da ist es egal. Innerhalb von 90 Minuten aber drei Dinger reinballern. Boom! Weg damit, sagt Zudina. Das ist er, ne? 87. Minute. 2-0. 2-0. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wäre ja auch für Goalies Standard-Tipp auch perfekt, weil ja, er wieder genau. So Tipp, ne? Ja, den hat er dann irgendwann aufgegeben, den Tipp. Wasser. Mit X. Ein bisschen in die Mitte. Ja, yes. Hab ich gedrückt. Ja, deine Bälle kommen sowieso immer ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Also wenn du zum Beispiel auch das versuchen willst, was ich ja oft mache, von hinten, ne? Der Torwart gibt Pass und dann läufst du und dann die kommen auch manchmal schräg. Vielleicht drückst du irgendwie auch einen Schrägen noch mit. Nee. Vielleicht drückst du alles irgendwie. Ja, obwohl so. Obwohl ich habe solche Wurstfinger. Wieso drück ich? Das ist das gesamte Steuerkreuz. Das ist Zufall, wo wir hinläufst. Ja, war schön. 2-0 und Mainz gewinnt auch. Mist. Bayern spielt unentschieden, Bremen gewinnt. Ein beliebtes Ergebnis auch. Jo. Vier Ergebnisse. Immer noch 2 Punkte. Bayern bleibt auch dran auf 2 Punkte. Ist alles noch sehr eng da oben, ne? Absolut. Bremen, noch nicht Europa League Platz, aber knapp davor. Gut, nächster Gegner ist Beşiktaş. JK. JK. Ja, das sieht gut aus. Richtig. Das ist richtig. Richtig. Ja, dann geht's Schwarz-Weiß gegen Schwarz-Weiß. Mit ein bisschen Rot und Stern. Und Pilz. Ja. Gut. Und was macht das? Rot und Weiß und ein Pilz? Fliegenpilz. Und daraus machen wir natürlich eine Mushroom Stew. Machen wir. Mushroom Stew. Ja, haben wir eine ganze Kiste nämlich voll. Gut, das war's dann. Ihr wisst ja, ne? Ein Tipp, ein Like. Das haben wir heute mal wieder nicht gesagt. Ein Tipp, ein Like. Jetzt haben wir es gesagt. Ein Like, ein Tipp. Tipp, ein Like. Jetzt haben wir es zweimal gesagt. Brauchen wir es beim nächsten Mal nicht sagen. Ja, ich sag's nochmal 5-mal vor. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr hier zuhört, aber... Ein Tipp, ein Like. Ein Tipp, ein Like. Ein Tipp, ein Like. Kannst du da nicht noch ein Lied zuspielen? Moment. Bing. Nee. Gut, dann... Der Junge mit der Gitarre, denk hol sie raus. Denke ich mir später nochmal was aus. Vielleicht fällt mir noch was ein. Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Like zurück. Also, macht's gut. Nächste Woche gegen Beşiktaş in der Champions League. Also, Tschüssikowski. Tschüss.